Grüß euch Gott. Servus. Zu einer neuen Skillmod-Episode. Und heute stellen wir euch was richtig Geiles vor. Und das heißt Parkour X Games. Yo! Die Parkour X Games setzen sich zusammen aus 5 Videos. Das ist jetzt das erste Video. In den nächsten 5 Wochen folgen rasante Videos mit Parkour Action und das ganze Team versus Team. Wie die Teams ausschauen, das seht ihr jetzt. Ja gut, wir starten jetzt ins erste Spiel und das heißt Game of Stick. Genau, es gibt 2 Teams, Team Philipp, Team Stefan und ich bin gespannt, wer das heute für sich entscheiden kann. Jawohl. Okay, wir spielen jetzt eine Schere, Stein, Papier, damit wir wissen, wer anfängt. Ja. Auf geht's. Dieses Game of Sticks schaut so aus, dass jegliche Form von Sticks erlaubt ist. Egal, ob das jetzt Flippery ist, Plyos, jegliche Form von Sticks, was uns einfach einfallen. Dann würde ich sagen, wir starten das. Okay, ich starte jetzt gleich mit der ersten Challenge. Und der ist von da auf den Kasten, Junge. Okay. Nice, erster Stick. Das heißt, von unserem Team kann sich jetzt einer entscheiden, wer die Challenge antritt. Wir entscheiden demokratisch, ich sag, der Philipp macht. Okay, ich tritt gegen den Steve einmal. So starten wir. Solide! Schon mal erfolgreich verteidigt. Jetzt können wir eine Challenge vorgeben. Das ist ein Stick darüber. Was? Ja, was? Was, ja? Was? Team Schwarz gibt wieder vor. Aber der Stefan darf nicht vorgeben, sondern entweder Lolo oder Samu. Ja! Ja! Yo! Standard-Zocker, das war sicher noch fetten. Kriegen wir unseren ersten Buchstaben oder nicht? Ah! Knapp, knapp, knapp. Ich bin gerade ziemlich froh, dass ich das nicht machen habe müssen, weil der ist schon ziemlich sketchy zum Sticken. Samu, das heißt, du gibst weiter vor. Easy. Das ist die Einstellung. Das ist der Spirit. Team Stefan hat wie viel? 0. Was? Warte mal. 0! Und die, und Team Philipp? Wer weiß. Hab's gehört? Ich möchte dich nur einmal zurückerinnern an unsere letzte Game of Stick, wo du auch brutal im Vorsprung warst. Und das dann ganz schön knapp noch war. Genau. Wer hat zum Schluss gewonnen? Nächste Challenge. Jetzt ist auch auf. Da auf den Stand und dann umgehen. Okay, sind wir gespannt. Simon vertritt unser Team. War zu knapp, zu knapp. Warte mal, sagen wir. So was passiert, wenn man sie überschätzt, gell? Ja, leider. So ein Blödsinn. Das passiert in den besten manchmal Fehler. Nächste Challenge? So Stefan, für die nächste Challenge kannst du viel Red Bull trinken, wie du magst. Das bringt dir nichts, du brauchst Eier. Und zwar machen wir einen ziemlich hohen Wallrun mit 2 Schritten und dann da oben einen Stick drauf. Wow. Ja. Hat der Stefan einen Schluck gebraucht? Die haben die Wand gewachst. Ja, stimmt. Okay. Gut. Geht schon, Lolo. Lorenz. Mach jetzt was, damit ich nachher rauskomme. Lolo, geh vor! Ja! Ich glaube an die Philipp. Nein, ich nicht. Mein Herz bin
Ich bin ja ein bisschen krank. Mami, Mimi. Auf mit dir. Spaß mir ganz gut. Okay, das war scheiße, es war knapp, aber irgendwie regst du mir ein bisschen auf. Lolo, du hast die Challenge geschafft, ich nicht. War geil. Du bist weiterhin dran. Ja, passt. Nächste Challenge. Ja, passt. Ja! Zing, zang, zing, zang, zing, zang! Oi, oi, oi! Wer tut? Ja, der Simon muss. Die Hunde haben so einen Heimvorteil, dass es komplett vorbei ist, Alter. Der Lolo hat das bestimmt jetzt zum ersten Mal gemacht. Ja, genau. Du machst es. Send it. Fix. So. Na! Lol! Ah, fast. Soll ich sonst noch was sagen oder schneide ich meine Sprüche sowieso aus? Nächste Challenge. Ich mache jetzt zwei Sprünge im Netz und dann lande ich auf dem Balken. Was? Guten Dinge sind vorbei. So ein Und jetzt. Okay, ja, noch. Philipps Team hat leider noch einen Buchstaben übrig. Das heißt, bei jeder Challenge haben sie jetzt zwei Versuche. Wie viel haben wir? Jetzt hab's noch null. Das hat so ziemlich clean. Aber das ändern wir schon noch. Ja? Wenn der Lolo mir nicht mehr am Zug war. Spannend. Also der Plan ist, von da einen Standing Front Flip da oben jetzt machen. Ah, das war scheiße. Passt, er ist jetzt dran. Was war jetzt dein Ziel, dass du einfach stehen bleibst oder dass du näher an die Kanten gehst? Ich wollte an die Kanten setzen, aber ich bin zu weit vorgesprungen. Okay, Jano, du gibst vor, nächste Challenge, was ist der Plan? Ich mache einen Race und probiere einen Sticken. Send it, da sind wir gespannt. Ah! Ah, knapp. Aber echt, richtig knapp, aber nice. Also ich glaube, den hat ich selber nicht, also den. Da hat man jetzt einen Buchstaben gekriegt. Dann würde ich sagen, wir machen einen Arealwechsel. Okay, ich mache jetzt einen Lasche. Start ist einmal schwingen, aber Ziel ist es, da drüben auf der blauen Oberfläche zu sticken. Auf der blauen Kante, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, wie gut man das da sieht, aber das ist ziemlich weit und schräg ist auch noch. Wir sind hier. Wir sind tot. Wer macht denn von uns? Ja. Du hast vorher mit mir geredet und hast gesagt, Lasche, Pri ist deine Stärke. Na, ja, cool, ich glaube am besten von uns, aber. Und in dem Fall überlasse ich dir das auch. Okay, super. Okay, der Philipp ist schon wieder am Sudern. Und der Bub hat das ungefähr schon 35.000 Mal gemacht in der Halle und ich trainiere da nie. Und woher soll ich den Scheiß kennen? Für mich ist das First Try, für ihn ist das Routine, oder? Also, mein Herz da ist schon ziemlich heated, die Diskussion. Es steckt Emotionen in dem ganzen Battle. Ich glaube, das ist was Persönliches zwischen euch beiden, oder? Ja. Ja. Emotionen, Herz, Leidenschaft. Aber das Ding ist, es stickt nicht. Und der Formel kriegt wieder die Einbildung. Von Game of Stick. Über. Ja! 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 Wow! That's my boy! Zuerst zumsen sie ein Ohr, dass wir Heimvorteil haben und sie das noch nicht gemacht haben. Jetzt auf einmal dort, dass er so, ja, wo ist das schwer? Mach ich beim ersten Versuch. Okay, wir probieren jetzt Schinkenstick, also Castaway Out hast du eigentlich. Schwingen, Backflip nach hinten raus und sticken. Ich hoffe, den kriege ich her. Fuck! Erster Tag. Parcours X Games läuft für Team Philipp nicht so gut. Jetzt haben wir schon wieder eine Vorgabe verschissen und jetzt ist wieder Team Schwarz da. Und der Samu steht schon bereit mit einem ziemlich easy Stick, schätze ich mal. Ich mach von da und dreht sich auf das da. Okay. Ja, das war er. Jawohl, nice. Easy. Wer hat den dünnsten Bauch vor euch? Was ist denn das? Hast du den schon mal gemacht? Nein. Okay. Das ist so grausig, Alter. Fuck, sau gut. Einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen Versuch. Ja! Yes! Yes! Woo! Sauber, Mann.
Jawohl, Mann! War doch, rettet er uns vom Ende, vom bitteren Ende rettet er uns, Alter. Wow. Unter dem Druck nur performen, hey, Hut ab. Hero des Tages, Alter. Krank. Ich schwing von der Stange auf den Holzbalken, ohne die obere Stange zu bringen. Passt. Ah, shit. Okay, wir machen jetzt eine Kong-Brezi. Ziemlich weiter. Vom Balkon, da oben. Und schauen wir uns das dahinter mal an. Schauen wir mal an, was dahinter ist. Ja. Das war die Landeposition da, oder? Und das war der Blick. Tot. Das ist das Frühstück. Okay, ready? Let's go. Boom. Ja! Das war mal nix, würde ich sagen. Aber trotzdem, Props an den Steve. Da hätte er uns auf alle Fälle rausgehaut. Der ist nämlich krass mental. Krank. So, ich probiere jetzt einen Backpre. Also genau auf einer Stelle landen mit dem Backflip. Aber das ein bisschen schwieriger ist, probiere ich jetzt auf der Box da oben. Da haben wir ein bisschen Angst davor. Ich zumindest. Solide, Alter. Richtig krank. Richtig easy, yes. Alter. Stark. Ich glaube, der war ganz gut. Ja, der war echt hart. Ja, Alter. Deine Vier sind irgendwie riesig da drauf. Oh. So knapp. Ja, jawohl. Kommst du? Ja, auch gestört. Bam, geile Challenge. Ja. Gestörtes Commitment. Das heißt, Timon macht weiter. Yes. S zu S D I T. SDT, ja. Genau. Scheiße. Okay, Simon, nur so eine Challenge. Geht schon, wir holen das auf. Ja. Let's go. Das gleiche, was der Lolo probiert hat, nur meine Spezialität ist der Backflip, deswegen probiere ich es rückwärts. Jawohl. Wow. Yo. Yo. Alter. Jetzt aber, Alter. Jetzt aber. Respekt. Okay. Aber. Team Schwarz, wer macht das für euch? Wenn jetzt der Lorenz sagt, er macht die Challenge nicht, dann überhaupt kein Thema, weil der ist echt Wachs und Props an den Simi, dass er die gemacht hat, weil der da scheiße mich komplett ein. Wenn ich da mit den Händen vorgreifen muss, muss das Schädel da unten so richtig ein. Okay, jetzt. Macht dann oder geht's weiter für den Simon? Ich find's richtig scheiße. Oder mach. Da muss ich leider passen. Das ist nichts für mich. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's weiter zur nächsten Challenge. Ich mache jetzt einen Pleiersprung. Vom Boden auf die Stufe, wo der coole Fussel liegt. Das war mit Abstand der hässlichste Stick, was ich in meiner bisherigen Kulturzeit gesehen habe. Hey, ganz ehrlich. Und das auf einen scheiß Stirn gegen einen 10-Jährigen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, weil ich einen Größenvorteil habe. Aber vorher haben die anderen auch schon eine Challenge gebracht, wo es seinen größten Vorteil gegeben hat, und ich glaube, das ist jetzt ein fairer Ausgleich. Geht schon was. Das war leider ein bisschen unfair, aber ich habe taktieren müssen. Die anderen haben das auch schon gemacht. Und jetzt schaue ich mal, dass ich einen Flip raushaue, der vielleicht die anderen raushaut. Ja, gut. Ich mache jetzt einen Touchdown Race mit Cork und den Sticky mit beiden Fies. Shit. Ich war nicht so schön, aber ich habe ihn geschafft. Wie schnell ist auf einmal Gag, gell? Dass die Buchstaben gerade so aufgerattern. Okay, Touchdown Race, wieder einer. Wieder eine Schwachstelle von mir, was ich überhaupt nicht kann. Quark kann ich gut, mal schauen, ob ich es kombinieren kann. Und ja. Hast du beim Wegspringen schon? Okay, wieder mal probiert, habe eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, aber bin nachher beim Absprungfuß umknackst und. Das heißt, wir haben jetzt ausgeglichen, Simon. Wir haben jetzt ausgeglichen, Alter. Das Blatt hat sich gewendet. Ich teste jetzt mal an Lolo seine Big Bounce-Künste aus. Drop aufs Tramp und dann auf die zweite Wand vor dem Holzgestell für uns zu sticken. Oh, das Samu steht. Ah. Zu kurz. Shit. Zu kurz. Schade, aber weiter geht's. Team Schwarz macht sich schon wieder einen Schlachtplan. Weiter geht's. Zwar, wir machen von da einen Stangenbrettchen auf den drüben. Okay, ziemlich angenehm schaut er aus. Voller. Jetzt ist er! Na!
Jo! Weiter geht's für Team Philipp. Nächste Challenge. Double Bargainer, ich möchte es wissen. Kranke Sache. Und ich hoffe. Also ich hoffe natürlich, er schafft es nicht. Aber ich möchte jetzt echt ganz sehen, dass er es schafft. Revenge, er mag's wissen. Ja! Fuck. Heftig, Alter! Krank, er hat es einmal probiert. Leider Gottes, einen Versuch gespart. Ja, aber halt. Heftig, heftig, heftig. Geil, Alter! Ja. Also, ich mach jetzt was. Let's go. Ja! Nice, den kannst du schaffen. Ich hab mir gedacht, der macht einen Plyo. Den kannst du schaffen. Die Power hast du schon. Die Power hättest du. Nice. Und wir haben zwei Versuche. Ja! Oh, Alter, Bruder. Shit. Yes. Nicht schlecht. Ja. Alter, fuck, was ist das für ein Spiel? Ich mach dann Gainer Pre. Jawohl, Gainer Pre. Let's go. Jawohl. Ah, fast. Fast. Ich mach von da wieder da und dann um mich. Jawohl. Nice. Du hast Berta. Nice. Jawohl. Richtig geil. Ja, perfekt. Danke. Sauber. Richtig gut. Nice. Finale! Wie alt bist du? 13? Yes! Na. Jawoll! Ist nicht passiert, oder? Ja, ist. Alter, was ist das für ein Dreckspiel? Ich mach jetzt Gainer Full. Wenn ich den schaffe, dann bin ich guter Dinge, dass das funktionieren soll, dass wir das beenden. Aber den musst du auch schaffen. Ja. Stick! Fuck! Oh! Du bist. Geh zu der hier. Ja! Fuck, ja! Der ist nicht ohne. Danke, danke für die Rosen. Danke. Denk dir gar nicht zu. Sendet einfach. Okay? Okay, ja, aber die Weiten ist da. Es ist noch nichts verloren. Last try. Under pressure. Zweiter Versuch. Ja! Ja, macht nichts, schwierige Challenge. Endlich. Fuck. So. Scheiße. Props. Erstes das Spiel. Krankes Battle. Stark. Erstes Spiel. Krankes Battle. Krankerlei. Ja gut, das war's jetzt mit der ersten Skillmod-Episode von unserer Parkour X-Games. Genau, der Punktestand schaut so aus. Mein Team hat das erste Spiel für sich entscheiden können und hat somit 10 Punkte ergattert. Geil. Und nicht schlecht, ja. 5 Bonuspunkte gibt's für Team Philipp, weil der Simon ein sickes Trick gemacht hat oder sickes Stick. Ja, so. Mit was? Mit dem Backflip sozusagen über die Gap. Genau. Das war eigentlich so der Beste. Den blenden wir nochmal ein. Ja! Yo. 10 zu 5 Punktestand nach dem ersten Spiel. Und ja, war spaßig, oder? Genau, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war ein krankes Battle. Hat nicht gedacht, dass Team Philipp das Ganze noch mal ein bisschen spannender macht, weil wir am Anfang recht weggezogen sind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen und ihr seid gehypt auf die nächsten Episoden, denn ab jetzt gibt es 5 Wochen lang jeden Sonntag eine Episode von uns von Parkour X-Games. Und genau, wenn euch das zart, das Format, nachher lasst ein Like da, kommentiert unter das Video, abonniert unseren Channel und nachher darf ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, oder? Genau, Kirchenglocke nicht vergessen und haut rein. Perfekt. Der Philipp schneidet alles aus, aber ich will, dass er mal wenigstens beim Schneiden 2 Stunden lang mein Fressen anschauen muss.